Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich das Unboxing von der neuen Yoga Junkies Box für euch. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich arbeite schon eine ganze Weile mit den Yoga Junkies zusammen und mittlerweile haben die ja umgestellt von den Abo-Boxen auf limitierte Boxen. Und die sind dann immer in limitierter Stückzahl vorhanden. Was weg ist, ist weg. Ihr könnt auch auf die Boxen, sowie auch auf alles, was dort im Sortiment zu finden ist, also Yogamatten, Kleidung, Accessoires, was macht Sammy da, man weiß es nicht, 20% sparen mit meinem Affiliate-Rabattcode Claudis Welt. Und das ist ein Affiliate-Rabattcode, das heißt, ihr könnt damit 20% sparen und ich bekomme eine kleine Provision, wenn ihr den anwenden würdet. Und genau. Ich bin halt immer super heiß auf die Boxen. Ich habe natürlich auch die Yoga-Junkies-Matte, mit der mache ich ja immer meinen Zuckerpuppen-Zuckersport, immer donnerstags abends. Und genau, ja, das ein oder andere Accessoire ist ja auch schon durch Boxen bei mir eingezogen und jetzt bin ich einfach gespannt, was hier drin ist. Es geht vor allem wohl um Kristalle, hat der Tyler mir tatsächlich auch geschrieben. Liebe Grüße an dieser Stelle an Hannah, Tyler und das komplette Yoga Junkies Team. Und ja, Kristalle, sehr interessant, bin ich echt gespannt drauf, denn ich freue mich immer, wenn wir Kristalle auch in den Boxen mit drin hatten, so, ne? Und das hier soll eine Box sein, die komplett diesem Thema gewidmet ist. Schauen wir mal rein, was hier so drin ist. Huch, 59 Euro kostet die, 92 Euro wert soll sie beinhalten. Schauen wir mal. Und dann haben wir hier, tada, das altbekannte Bild tatsächlich, ne? Hier ist einmal das Magazin und hier haben wir einmal den Blick in die Box. Das sind sehr merkwürdige Produkte zu sehen und ein bekanntes Produkt habe ich da auch mit bei. Crystal Junkies Limited Edition Box haben wir hier. Und hier sind auch ein paar Kristalle abgebildet. Das sieht schon mal ganz hübsch aus, muss ich sagen. Ne? Wir hatten auch damals immer bei uns am Fernseher, also bei mir im Elternhaus, ne, so einen großen Rosenquarz stehen, weil der die Energie aufsaugen sollte, damit man irgendwie nicht zu viel Energie durch den Fernseher bekommt. Das stand halt irgendwie auch an ziemlich vielen Elektrogeräten bei uns rum. Als wir noch so Computer hatten und so, hatte mein Vater das dann auch immer oben bei uns auf die Bildschirme draufgestellt. Ja, das waren dann noch so Brecherbildschirme. Ich glaube, das war sinnvoll, sowas da drauf zu packen. Auf jeden Fall, ja, das hatten wir. Ein Tigerauge hatte ich immer als Geburtsstein. Jedenfalls hatte meine Mama das mal irgendwann gesagt, dass es mein Geburtsstein wäre. Und wenn ich so Klausuren hatte oder Klassenarbeiten geschrieben habe, hatte meine Mama mir auch immer drei Steine mitgegeben. Das war ein Rosenquarz, das Tigerauge und noch irgendein Stein, wo ich nicht mehr weiß, was das ist. Das war so ein weißer Stein, der so mit so einer Art Marmorierung durchzogen war. Keine Ahnung, aber das sollte halt mir so ein bisschen Konzentration und so weiter geben, ne? Dass ich halt auch keine Prüfungsangst mehr habe, weil die hatte ich eine ganze Zeit lang. Das war echt crazy. Okay, ich klappe es auf und habe hier direkt Produkte drin. Die gucken wir uns gleich in Ruhe an. Und hier haben wir dann die ganzen Produkte aufgeführt mit den Preisen und also mit dem Wert von dem jeweiligen Produkt. Das steht tatsächlich auch direkt auf der Yoga Junkies Homepage auch, wenn ihr dort auf die Box klickt. Ne? Da sind nämlich auch noch super viele andere Boxen verfügbar, auch Mystery Boxen, da habe ich euch auch mal eine ausgepackt. Und ja, klickt euch da gerne einfach mal durch, da gibt es echt schöne Sachen zu entdecken. Und ich will hier gar nicht allzu lange reinschauen, das Heftchen ist übrigens auf Englisch. Ne? Genau, dass wir uns mal die Box zusammen anschauen. Zuallererst habe ich hier sowas drin. Das sieht sehr interessant aus. Hinten steht auch Yoga Junkies drauf. Also das scheint tatsächlich etwas zu sein, was in Kooperation mit den Yoga Junkies oder ja, mit Yoga Junkies selber so entstanden ist. Okay, das sieht echt interessant aus. Ich weiß nicht, was man damit anfangen soll. Ne? Ja, also das, was ich halt an Meditation mache, ist halt bei mir eher so, dass ich dann irgendwann davon einschlafe oder dass ich irgendwann anfange zu weinen. Deswegen ist es bei mir mal schwierig zu meditieren. Okay, Yoga Junkies X Applicum. Applicum. Applicum scheint dann wohl die Kooperationsfirma von denen zu diesem Produkt zu sein. Das ist ein Metatrons Cube Crystal Grid and Grid Crystals. Okay, da ist wohl noch irgendwie, sind noch Kristalle hier irgendwo mit drin? Ah ja, okay. Hier haben wir noch so Kristalle, so kleine Steinchen. Da weiß ich jetzt nicht, was es sein soll. Also was das für Steine sind, ne? Das sind halt so grüne und gelbe. Man muss sie gut festhalten. Ja, sehen auf jeden Fall hübsch aus. Also für Dekosteinchen wahrscheinlich viel zu teuer, sage ich jetzt mal, ne? Weil das kostet im Set wohl 15 Euro. Ja, damit machst du halt wirklich so eine kleine Art Meditation. Da kommt gleich noch was anderes, was man dann quasi in die Mitte stellen würde. Und dann kann man sich diese Kristalle nehmen und die so drumherum machen oder wie auch immer einem das so gefällt. Und dann kann man ganz
entspannt sein und aussprechen, was man sich wünscht, was man sich vornimmt. Und ob das jetzt, ne, sage ich mal, dabei hilft oder ob es halt einfach ein schönes Gimmick ist. Aber ich finde es einfach so von der Idee her schön, dass man sich in Ruhe hinsetzt und sich konzentriert und sich etwas ganz fest vornimmt. Und vielleicht hilft es dem einen oder anderen einfach, sich so ein bisschen zu zentralisieren, sich zu konzentrieren und seine Wünsche einfach mal zu äußern. Denn ich habe das letztens noch zu meiner Oma tatsächlich gesagt, dass es super wichtig ist, ganz egal wie alt man ist, dass man seine Wünsche realisiert, seine Wünsche kennt und seine Wünsche auch einfach mal äußert, dass man darüber spricht. Und das hilft einem einfach ein Stück weit, ne? Deswegen, also Meditation ist ja auch immer so ein Stück weit, dass man sich selber einfach auf sich selber mal konzentriert, dass man sich Zeit für sich selber nimmt und auch Zeit für seine Gedanken nimmt. Weil wir sind in einer Welt, wo alles so hektisch ist und wir haben so viele Eindrücke durch die ganze Social-Media-Geschichte, durch Fernsehen, Internet und so weiter, durch alles, was drumherum ist. Und man kann sich einfach gar nicht mehr so wirklich auf sich selber konzentrieren. Und deswegen ist sowas ganz schön hilfreich. Genau, also finde ich persönlich jetzt, ne? Das ist mir, also mir persönlich fällt es auch unheimlich schwer, mich zu konzentrieren und mich, also dass ich quasi auf meine Gedanken höre. Ihr merkt es ja oft genug in den Videos. Ich überschlag mich ja auch immer wieder, weil ich einfach selber zu schnell mit mir selber bin. Das ist verrückt, ne? Okay, so, dann gucken wir hier mal weiter. Also hier muss nämlich noch irgendwas mit dabei sein, was dann ja quasi in das Zentrum käme. Ich habe jetzt hier so ein Säckchen. Und dann, ja, also es fühlt sich so an, als wäre es das, was hier in das Zentrum käme. Das ist dieser Clear Quartz Tower, so nennt sich das. Oh, schön. Ja, der sieht hübsch aus, ne? Das ist ein klarer Quarz einfach. Und der soll so ein Stück weit dann auch symbolisieren, dass dann diese ganzen Sachen zentralisiert werden. Das ist schön, wirklich. Also ich mag das Leinen. Das kann man dann hier so hinstellen. Und dann, wie gesagt, außenrum zu die Steinchen. Und ja, dann hat man so seinen Meditationspunkt, seinen, ne, Denkpunkt, Denkzusammenführungspunkt. Verrückt ist aber so. Okay, gut, so. Ich hatte ja noch mit in diesem Heftchen auch andere Heftchen mit dabei. Einmal ist das Scalar Wave Devices. Das ist so eine Werbung, ich weiß nicht. Irgendwas mit Laden, irgendeine Bifilar Coil Charging Station. Ich weiß nicht, wofür das sein soll. Ob das, gehört das hier zusammen, weil das hier ist auch noch was, Applicum, ne, und da sieht das so aus, als wäre das quasi das, was da dran ist, ne. Vielleicht ist es so eine Art Ladestation mit, hier, wie heißt das, Sonnenstrahlen oder so, das weiß ich nicht, das weiß ich wirklich nicht, Scalar, bla bla bla, Healing Technology, das weiß ich nicht. Muss man sich da mal anlesen. Ist jetzt hier alles auf Englisch. Ich finde solche Fachsachen auf Englisch immer ein bisschen schwierig. Dann habe ich hier auch nochmal von Applicum, also auch wieder von dem, was ich da gerade gezeigt habe, einen Coupon. Da gibt es 20% Rabatt. Und dann haben wir hier noch ein paar Sticker mit dabei. Das finde ich auch ganz süß, ne? Da hast du hier so, wenn man jetzt zum Beispiel dieses Bullet Journaling macht oder sowas, dann kann man das halt entsprechend mit da dran kleben. Finde ich ganz süß. Was ist das? Make Your Own Magic, ja. Mach deine eigene Magie. Sowas finde ich auch immer sehr, sehr schön. Und noch mehr Kristalle. Passt auf jeden Fall jetzt auch zum Motto der Box, ne? Ich glaube, das ist ein Mond. Sehr, sehr schön. Und was ist das? Das sind Hände. Vibes speak louder than words. Okay. Genau, das ist dann dieses Symbol und dann natürlich nochmal ein Yoga-Junkies-Logo. Sehr cool. Okay, so, weiter geht die wilde Reise. Da habe ich jetzt hier ein kleines, da hatten wir öfters schon mal Schmuck drin zum Beispiel. Wo ist er? Hier mein Federring. Den kriegt man übrigens auch auf der Yoga-Junkies-Homepage. Ich glaube, den müsste es dort noch geben. Ich finde ihn klasse. Trag den ja auch, seitdem ich die Box ausgepackt habe. Wie schön ist das denn bitte? Hier haben wir so ein kleines Rosenquarz. Fläschchen? Das müssen wir uns mal genauer angucken. Das sieht ja süß aus. Okay, das ist an einer Kette. Wow. Okay, das wäre also für mich persönlich eine etwas zu große Kette, glaube ich. Ne? Also sehr, sehr klobig. Sieht schon schön aus. Oh, seht ihr gar nicht, ne? Also es ist schon hübsch irgendwie, aber ich finde es ein bisschen schwer. Bin ich ehrlich. Und das, kann man das aufmachen? Hallo? Weiß ich nicht. Oder drehen? Drehen. Drehen macht ja auch Sinn, ne? Genau. Aha. Das ist wirklich so ein kleines Fläschchen, wo man was reinfüllen kann. Das ist ja auch interessant, ne?
weiß ich nicht, wieso, keine Ahnung, dass du dir da Parfum einfach mit reinmachst und dann hast du es halt irgendwie mit dabei, so ein Mini-Flakon. Ich kenne das ja von diesen Sammelflakons. Sowas macht vielleicht wirklich Sinn, wenn man irgendwie auf einer Party ist oder wenn man irgendwo unterwegs ist, ne? Schon, also ich finde es halt, ich finde es schön, aber sehr groß halt, ne? Aber gucken wir mal, was es sein soll. Ob das ist, was ich denke. Crystal Bottle Aromatherapy Necklace. Okay. Ach, guck mal, du hättest da auch verschiedene andere Kristalle haben können. Ich habe jetzt den Rosenquarz, den Pink Rose Quarz. Man hätte aber auch noch den lila Amethyst haben können oder einen klaren Quarz oder einen grünen Fluorit, einen grünen Gray Smoky Quarz, einen grünen Smoky Quarz, okay, einen schwarzen Obsidian oder ein Iridescent Labradorit. Labradorit, interessant. Okay, ja, ich finde meinen auch ganz schön. Und da kann man dann wirklich, ja, wie gesagt, entweder Parfum reinmachen, steht hier auch drauf, oder, ist auch noch was mit drin, Blutorange KBA, 100% naturreines ätherisches Öl. Das finde ich auch cool, ist von Holy Scents. Und solche ätherischen Öle habe ich jetzt auch in der Taobox schon öfters drin gehabt. Also davon könnte man dann natürlich auch was nehmen. Das ist mit Blutorange. Ja, ist nicht ganz so mein Duft, muss ich gestehen. Aber so Jasminduft oder sowas kann ich mir auch gut vorstellen. Und wenn man dann irgendwie so einen Nervösigkeitszustand hat, zum Beispiel wirklich, wenn man eine Klassenarbeit hat oder sowas, ne? Das hätte meine Mama mir dann tatsächlich auch, ey, das hätte die mir safe gekauft, ne? Dass ich mir da dann irgendwie so einen Beruhigungsduft reingemacht hätte und dann während einer Klausur, weil teilweise haben wir dann ja 5 Stunden oder ich glaube sogar, nee, 5 Stunden war, glaube ich, das Maximale, ne? Kann man sich das dann aufschrauben und dann so auf die Handgelenke machen, einfach um so ein bisschen so Ruhe zu bekommen und so. Das hätte die, also hätte die das damals in die Finger gekriegt, hätte die mir das safe auch organisiert. Coole Idee auf jeden Fall. Ich stelle das mal auch wieder nach hinten, dann seht ihr die Sachen auch ein bisschen besser, ne? Nee, ich finde das schön tatsächlich. Wir sind aber noch nicht fertig, noch lange nicht. Als nächstes habe ich hier was drin. Ach, warte mal, nehme ich erst das hier. Das ist so eine Pipette. Das finde ich witzig, erinnert mich an meine, ach, wie hießen die damals nochmal? Ah, diese Wissenschaftsbaukästen, wisst ihr, was ich meine? Sowas hatten wir super viel. Irgendwelche Plankton, nicht Plankton, auch wie hießen, kleinen Krebse, Urzeitkrebse. Ihr wisst, was ich meine. Wenn ihr das damals auch gemacht habt, dann wisst ihr, was ich meine. Da gab es auch immer solche Pipetten mit dabei. Und da kann man sich dann natürlich hier das Parfum aus dem Flakon nehmen oder halt das ätherische Öl und das dann in den kleinen Rosenquarz-Anhänger dran machen, ne? Urzeitkrebse. Wie hieß? Egal. Irgendwann fällt es mir nochmal wieder ein. Ich schreibe es euch sonst mal rein, ne? Hier haben wir nämlich was drin. Das habe ich heute Morgen noch zum Frühstück gegessen. Witzig. Ahara Bar. Spoons of Taste. Stimulating and Boosting. Hatte ich euch, glaube ich, letztens auch in einem Haul gezeigt. Richtig lecker. Richtig cool. Die haben so ein Kickstarter-Projekt damals gemacht. Und da hatten mich die Yoga-Junkies auch drauf aufmerksam gemacht. Und da habe ich dann auch unterstützt und so, ne? Und ja. Dann habe ich auch letztens ein ganz, ganz großes Paket davon bekommen. Seitdem ist Spoons of Taste, die Ahara Bar, mein ständiger Begleiter. Immer wenn ich einen kleinen Hunger habe oder so, gönne ich mir das. Ich habe das öfters mal, dass ich viel hier sitze und arbeite und mache und tue und dann vergesse ich zu essen oder so, dann wird mir schwindelig. Verrückt, ich weiß, aber ich mache es doch gerne. Und dann esse ich mir halt zwischendurch so einen Riegel oder sowas und ist super lecker und wirklich gibt so eine schnelle Energie zwischendurch. Das hier ist jetzt Stimulating and Boosting und ist total super mit Aronia-Beere und Hagebutte, ne? Mega lecker. Kann ich voll empfehlen. Okay, was haben wir denn hier noch drin? Ich glaube, das hier ist jetzt das letzte Produkt, ne? Genau, das ist von Yoga Junkies. Das haben die wohl bei sich auch im Shop. Muss ich mal gucken, dass ich euch auch den Link dazu reinsetze. Ritual Crystal Soak Rose Lavender Amethyst. Interessant. Okay, hier hinten steht drauf, wie man das anzuwenden hat. Also das kann man dann sowohl in ein Fußbad, in ein Handbad oder in ein, wo du dich komplett reinlegst, Bad, also eine Badewanne packen. Und da hast du dann, ja, dein Salzfio. Da musst du nur aufpassen, dass du dich nicht vorher rasierst oder so, wenn du es wirklich in die komplette Badewanne reingibst, ne? Ich habe ja keine Badewanne. Ich werde das ja als Fußbad dann verwenden. Kommt jetzt auch ganz gelegen eigentlich, ne? Weil es ist draußen ganz schön ungemütlich. Oh, ist das schön. Oh, und da sind so Blüten drin. Und Salz. Und wo sind die Amethystviecher?
Die scheinen dann wohl da irgendwo zwischen zu sein. Guck mal, wie schön das aussieht. Ja, das ist ein Etikett. So sieht man das, glaube ich, schöner, ne? Richtig cool. Das ist ja mal. Und du hast ja auch noch ein Säckchen mit dabei. Dann kannst du das wie so eine Art Teebeutel machen. Weil, ne? Ansonsten hast du halt alles voller Blüten. Interessant. Ach klar, Rosenblüten sind das dann natürlich auch. Und Lavendelviecher. Ich mag voll gerne Lavendel tatsächlich. Lavendel hilft auch, wenn du das so in die. In den Kleiderschrank reinmachst oder so, ne? Gegen Spinnen und gegen Mücken hilft das, gegen Viecher aller Art. Das sieht ja cool aus. Okay. Interessant. Ich weiß jetzt echt nicht, wo dann der Amethyst da drin sein soll. Der versteckt sich da wohl irgendwie. Aber so sieht das sehr interessant aus. Oh, das riecht aber auch gut. Oh mein Gott. Cool. Nee, das mache ich mir als Fußbad. Da habe ich Bock drauf. Das finde ich cool. Mit so einem Teebeutel, das finde ich einfach fancy. Also, das hier war jetzt die Crystal Power, Crystal Junkies Box, Limited Edition Box. Ich fand die ziemlich interessant. Ich fand die cool, dass sie einen einfach so auf andere Gedanken bringt oder einfach mal so ein bisschen inspiriert, gewisse Dinge zu tun. Also sprich, sich selber zuzuhören, so ein bisschen mal runterzukommen, diese Meditation anzustoßen und so, finde ich total schön. Ich finde es auch ganz witzig mit dieser Selbstbauküche, mit diesem kleinen Anhänger und so, ne? Gefällt mir ehrlich gesagt gut. Ich muss gestehen, dass ich die Produkte jetzt so nicht unbedingt einzeln mir gekauft hätte, weil ich einfach nicht so auf die Idee gekommen wäre, mir diese Produkte eben zu kaufen. Aber wenn ich die jetzt einfach so in Kombination sehe, gefällt mir das irgendwie total gut. Ich fühle mich inspiriert, gerade einfach mir so ein bisschen Zeit zu nehmen. Mir ein Fußbad zu machen, dann dabei mir so ein bisschen, ne, dieses, ich habe den Namen schon wieder vergessen, dieses Ding hinzustellen mit dem Zylinder. Claudia ist ganz groß in solchen Sachen, ich sag euch das. Und einfach so ein bisschen mal runterzukommen, ein bisschen nachzudenken, ein bisschen Chillness mir zu geben. Und ich glaube auch, dass diese Box ein Stück weit dafür auch da sein soll. Vielen, vielen Dank an das liebe Yoga-Junkies-Team, dass ihr mir die Box zukommen lassen habt. Und ja, das war es dann hier von mir und dem Video. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Boxen. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!